So, moin. Ja, ich bin 40 Jahre alt und lebe seit 1999 in Flensburg. Ich komme gebürtig aus Thüringen, aus Rudolstadt. Meine zweite Heimat ist Flensburg geworden. Ich erzähle mal ganz gerne, dass mein Mann mich nach Flensburg verführt hat. Er hat mich damals eingeladen zu einem Stadtfest. Und Flensburg hat mir als Stadt unheimlich gut gefallen, weil es ist eine große Stadt, aber irgendwie auch trotzdem eine gemütliche Stadt. In Flensburg kann man sich kennen und das macht Flensburg unheimlich charmant. Und ja, ich mag diese Stadt und habe auch entschieden, hier zu bleiben. Ja, ich habe vor vielen Jahren, wahrscheinlich wie viele Menschen auch, immer Talkshows geschaut zu Hause im Fernsehen und habe mich einfach auch aufgeregt über bestimmte Dinge. Und irgendwann kam dann die Entscheidung, ich glaube, ich möchte mitmachen. Und bin dann in die SPD eingetreten, habe mich für die SPD entschieden und habe dann vor 14 Jahren auch sofort aktiv mitgemacht, viele Jahre Kommunalpolitik gemacht, bis ich dann 2012 den Sprung in den Landtag geschafft habe, bin hier in Flensburg direkt gewählt worden. Das war auch eine tolle Aufgabe und diese Erfahrung im Landtag möchte ich auch nicht missen. Ja, und dass ich jetzt Oberbürgermeisterin sein darf, ist für mich auch eine Ehre. Meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Also das war für mich ein sehr, sehr bedeutender Moment, denn es ist ja auch ein bedeutendes Amt. Und ich habe sehr viel Respekt vor der Aufgabe. Das ist eine große Aufgabe, aber trotzdem freue ich mich auf die Aufgabe. Und es war einfach ganz wunderschön für mich, dass meine Familie dabei gewesen ist. Weil so einen Moment erlebt man ja nur einmal. Also ich möchte die deutsch-dänische Zusammenarbeit auf jeden Fall fortsetzen, weil sie bei uns selbstverständlich sein sollte. Und meine große Hoffnung ist, dass wir vielleicht schon bald keine Grenzkontrollen mehr brauchen, weil wir in der Region gemeinsam dafür sorgen, dass wir in Sicherheit leben, weil wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir auch ja, ein Stück weit das, was die Menschen fordern, sie fordern ja Kontrolle, sie möchten, dass sie beruhigt leben können. Das möchte ich auch und vielleicht können wir auch da deutsch-dänisch so zusammenarbeiten, dass wir keine Grenzkontrollen mehr brauchen. Min dansk er ikke så godt, men jeg gør mig umage og jeg lærer dansk lidt hver dag. Min barn snakker dansk også til hjem. Og jeg forsøger at lære dansk mere og mere.